Lootfilter Recount. Ah ja, genau. Feuerbrand, Verderbnis, Blutsauger. Ich kann das ja mal zeigen. Das heißt wirklich hier Feuerbrand. Warum macht er jetzt auf einmal Feuerbrand nicht mehr? Ah, Rechtsklick, Mittelklick. Ich hatte es vergessen. Ich habe die Sachen ja alle auf 1 gelegt gehabt. Stimmt. Man kann natürlich auch Cast Sequence sagen. Linksklick. Rechtsklick. Mittelklick. Ich kann ja mal erklären, wie die Makros so funktionieren. Theoretisch. Wenn ich weiß, dass ich immer einmal Feuerbrand... Schattenblitz. Feuerbrand. Schatten. Schatten. Das mache ich einfach mal kurz. Makros. Reset ist gleich Combat und wir suchen hier einem, das ist jetzt die Feuerdings gewesen, die tausche ich jetzt aus und sag Schattenblitz, Komma, Feuerbrand, Komma, Schatten. Okay, das heißt, wir machen den mal hier, den großen Damage. Und zwar ist es auf... Ja doch, passt schon. Genau, das ist so gesetzt. Einmal Schattenblitz. Jedes Mal, wenn ich draufklicke, hat es eine andere Bedeutung. Dadurch habe ich alles, was ich casten will, auf einer einzigen Taste. Aber Akro macht mein Pet trotzdem nicht. Und sobald der Kampf zu Ende ist, wird es zurückgesetzt. Das heißt, die zweite ist immer wieder der Feuerbrand, wenn ich ein neues Dings anfange. Wenn der Kampf zu Ende ist, boop, ist wieder so weit. Das sieht man halt jetzt so schlecht, weil das das gleiche ist. Warum das jetzt zweimal ist, keine Ahnung. Anscheinend hat der Kampf länger gedauert. Ist aber relativ nutzlos, weil wir sowieso nicht so viel verwenden. Wir müssen noch ein paar Leute befreien. Schattenblitze. Und da ist auch nochmal welcher. Komm her. Vielleicht bist du befreit. Eisiges Grab von deinem eisigen Grab. Okay. 30 und 29 ist in Ordnung. Wie Schaden macht das durchschnittliche 29? Stimmt, man kann das auch anzeigen lassen, wie die Range tatsächlich ist. Aber ich liebe den Durchschnittswert. Im Eis eingeschlossen kann ich jetzt abgeben. Perfekt. GZ? Ich habe nicht aufgepasst. Okay. 50 Dailies. Bringt der Gilde ein. Jeder Quest bringt der Gilde einen Schritt weiter. 50 Quests heißt 50 Schritte weiter Richtung Achievement. Ab Stufe 23 gibt es übrigens die Limitierung von vom täglichen Limit nicht mehr. Das ist aber sowieso relativ niedrig. Also. Ich weiß nur bei Stars. Grüß. Natürlich, die haben 1000 Mitglieder, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Erlernen, ja. Bei Dämonologie ist es aber halt noch heftiger gewesen. Ich meine, da war wirklich. Nach einem halben Tag war es vorbei. Also war das Limit erreicht. Und zum Schluss ist dann einfach nur noch. Das kann ich heute für euch tun. Vorwärts gegangen. Man sieht sie. Wer der Heimtücke? Dark Iron Dings. Ich kann meinen Typen noch nicht kontrollieren, aber das brauche ich also noch nicht unbedingt. Gesundheitsstein, Dämonen, Seelenbrand. Oh ja, Seelenbrand, Inseln beschwören und Seelendiebstahl. Da wir im Moment noch keine Fähigkeiten haben, die hier aufbrauchen, brauchen wir die nicht. Interessant wird es halt hauptsächlich, sobald man Seelenernte kann. Weil damit regeneriert man Gesundheit. Die Hälfte der eigenen Gesundheit wieder. Das ist schon einiges. So. So, auf jeden Fall, das Pet haut deutlich leichter Aggro weg. Und vor allem, es macht auch ordentlich Schaden. Begleiter macht 16 bis 22 Schaden, aber der taugt schon einiges. Einiges mehr als so manche andere hält. Also ziemlich alle anderen. Ich
Wenn, ja, im Normalfall, wenn das ist ein Tank, Tank-DD. Okay. Und Tank-DD sind immer noch das Beste, was man machen kann. Wenn man einen Heiler hinter sich hat. Und wir können heilen. Später. Was, haben, was machen wir eigentlich? Oh. Zauber. Okay. Wir machen mehr Schaden und Wichtel kostet es Zauberzeit geringer. Es lohnt sich einfach nicht, einen Wichtel zu verwenden hier. Wenn die Teufelswache einfach viel, viel besser ist. So. Boom. Das war das, wo ich jetzt zwischendurch mal umgewechselt bin. Einfach nur, dass der den Debuff kriegt. Der Form des Gutes ist, dass er mehrere Gegner treffen kann. Oh, ich habe ein scheiß Gift drauf. Da muss ich mich mal kurz hinsetzen, dass ich nicht draufgehe an dem Gift. Bis wir uns mal einen Moment erholt haben, muss ich da kurz warten. Ja, das check ich mir was zu trinken an, das ist wichtig. Ja, und regeneriere mein eigenes Let's Player Mana. Hier schnell wiederhergestellt. Erfordert nicht viel. Und ist wirklich gut. König des Düsterbruchs. Boom. Ja, wir werden auch einige Dungeons machen, denke ich. Zwischen den Zonen. Wenn wir zwischenzeitlich mal Zeit finden. Aber werden wir gar nicht. Spionen der Dunkel-Eisenzwerge. Du kannst doch nichts tun. Natürlich der Vorteil daran, wenn man die kontrollieren kann, ist, dass man den schon in den Kampf schicken kann, bevor man selbst angreift. So. Im Normalfall reicht sogar das wirklich so aus, wenn man hier dann gegenzieht. Oder Seelendiebstahl macht. Weil die Buffs hauen genügend Schaden rein. Angriffspläne der Dunkeleisenzwerge. Okay, die können wir abgeben und dann sind wir soweit durch hier. Ich liebe unser kleines Mini-Pad. Der Kernhundwelpe. Oh, jetzt habe ich vergessen, GZ zu sagen. Ach, ist wurscht. Hm. Okay, weiter. Der sieht anders aus, nur das ist auch nur ein Voger. Ups, das sind zu viele. Für mein Pad. Aus dem Grund mache ich strategischen Rückzug. Das kennt man ja. Hat aber nicht ganz so funktioniert, der strategische Rückzug, so wie ich wollte. Wir sind jetzt Stufe 10, deshalb können wir uns doch ohne Nebenwirkungen wiederbeleben lassen. Endloses Ziel. Was ist eurem Freund zugestoßen? Was ist eurem Freund zugestoßen? Nix, wir haben ihn einmal die Seele geraubt, um dich zu erschaffen. Offiziell. Schön, euch zu sehen. Danke. Man sieht sich. Ah, okay, ich muss mit dem Nächsten sprechen. Click Matthias Flying Machine. You will fly to Ironforge Airfield. Ja, da werden wir bald ankommen. Mann, mein Pet ist wieder weg. Kern und Welpe, komm her. Ich weiß noch, dass ich eine Zeit lang den Authentifikator nicht hatte und dann hatte ich das Pet noch ewig lang mit mir rum. Da, wenn man den Authentifikator wegmacht, ist das Pet natürlich auch wieder weg. Und dann kriegt man es halt nochmal per Post zugeschickt, wenn man wieder hinzufügt. Ich finde es einfach gut. Ich weiß aber nicht, was mit dem Achievement passiert, wenn das das einzigste Pad ist. Ich weiß wirklich nicht. Könnte man natürlich mal ausprobieren, aber ich habe keinen Lust, das Ding zu entfernen. Mir ist der Account schon mal gehackt worden, deshalb bräuchte er nicht. Und vor allem richtig dreist. Mit dem Anruf. Da haben sie wirklich unter meinem, also mit meinem Namen angerufen. Irgendwer, den ich nicht kenne. Und hat stattdessen hat gesagt, sein Account wurde gehackt und er wird gerne das Passwort zurückgesetzt haben. Und dann haben die das tatsächlich gemacht. Und da hätte den dann verwenden können. Und dann habe ich natürlich per E-Mail mit Geheimzeugs alles eingegeben und dann hat es gepasst wieder. Aber trotzdem. Finde ich nicht so toll. Oh, Ingenieurskunst wäre cool zu machen.
Oh je. Ich bin mal gespannt, ob sie immer noch den Combat Bug so stark hat wie früher. Es gab ja eine Zeit lang so ein paar Idioten, die da rumgelegen sind, Tote, die einen anschreien, dann sind wir im Kampf. Und das dauert ewig, bis man das los wird. Infight Bug. Oder wie auch immer man das nennen will. Ich weiß gar nicht, ob der noch hier drin steht. Transmogrifikation, Erfolg Saubär. Okay, ist ja wurscht. Moment, wir müssen nur, ja. Ach, was ist? Was weiß ich denn? Die reparierte Bomber. Den können wir doch nutzen, oder? Auf zum Flugplatz. Mann, ich bin einfach zu blöd zum Sprechen heute. Na, ich muss mal wieder einen Livestream machen. Für Minecraft. Yeah. Die sind übrigens immer auf Englisch. Ich weiß nicht, aber die englische Community kommt da besser an. Ich bin ganz oben. Hör mal, die irgendwie lieber. Ist freundlicher. Bei den Livestreams. Also man bekommt auch tatsächlich Antworten. Und zwar deutlich mehr als vom deutschen Zuschauer. Und selbst wenn man Deutsch drüber schreibt, kommt man von englischen Leuten, kannst du nicht bitte auf Englisch machen, denn der Deutsch verstehe ich leider nicht. Und Leute so Zeugs. Hey. Ausgehen bitte. Wir löschen Brände. Ihre Feuerwehr. So schnell geht das natürlich im Normalfall nicht bei der Feuerwehr. Und Feuerlöschen ist sowieso inzwischen nicht mehr die größte Aufgabe, sondern eher etwas, was man relativ selten macht. Bei einem Kaminbrand oder sonst. Eigentlich nicht wirklich was Großes im Normalfall. Im Normalfall irgendwelche Leute aus Autos rausschneiden, Katzen retten, Türen aufbrechen, wenn irgendwelche Leute schlafen. Oder tot, also denken, dass sie tot sind und sowas. Ja, sowas halt. Sowas ist halt hauptsächlich Verkehrsunfälle. Oder absperren. Absperren noch öfters. Von irgendwelchen Sachen. Das können die Leute in den Städten wahrscheinlich weniger sagen, weil da ist eine sehr Berufsfeuerwehr und eine größere Polizeistation, das ist anders, aber sonst. Aber hier. Auf dem Land weniger. Ist jetzt nicht so, dass ich mit einem Pumper bin, aber trotzdem. Ah, yeah. Wo sind Gegner? Freunde meine ich natürlich. Feinde im Übermaß. Ist ja normal. Wir benutzen einen Banner von Eisenschmiede. Yeah. Und er ist gebufft. Kämpft mit neuem Mut. Ich sehe auch da wieder eine Möglichkeit, das einzusetzen. Kann ich da auch einen Rechtsklick drauf machen? Kann ich nicht tun. Boom. Perfektes neues Banner. Oh, da vorne ist das nächste Banner. Perfekt. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt. Mann, ich sag schon wieder ein Schmarrn ohne Ende. Ich liebe hier dieses blaue Zeugs auf der Karte. Mann, yeah. Ich freue mich schon auf Logistikpipes, die nächste Dings. Das nächste Update. Das ist ja auch schon. Eher ich langweilig schon wieder mit Off-Topic, glaube ich. Dazu soll man in Minecraft kommen. Was sammelt die Verteidiger? Haben wir auch schon halb abgeschlossen. Das sieht doch ganz ordentlich aus, oder? Denk schon. Ich werde angegriffen von irgendwelchen Vollidioten. Hey, du! Komm mal, du bist. Du kriegst jetzt meine Schattenblitze ab. Die sind deutlich mächtiger als mancher Magier, der Feuerbälle draufhauen kann. Kein Magier ist so mächtig wie ich. Naja, vielleicht ein 85. Aber der muss ja schon top-equipped sein, um mich besiegen zu können. So, ich hau dir mal einen Feuerwehr-Schattenblitz drauf, weil ich glaube nicht, dass sie das droppen. Nö. Okay. Leckt mich doch. Irgendwo fliegt da noch ein Feuerball hinter mir her? Ich weiß es nicht. Oh, mein Pet ist weg. Ich kann es noch nicht instant beschwören, weil ich den Dings noch nicht habe. Kommt aber auch irgendwann. Ich finde es cool, einfach mal instant Pet. Wer wagt es, mich zu beschwören? Niemand wagt es, sich zu stören. Also wirklich Arakrun. Arakrun.
Das klingt, ist ein komischer Name.